Hallo, willkommen im Tausend-Bäcker-Report. Heute mit dem Thema Goldaktien, die Chance des Jahrhunderts nimmt Fahrt auf. Disclaimer. Die aktuelle Goldaktienrallye dürfte in zwei Schüben erfolgen. Der erste Schub dürfte viele Penny-Goldaktien in Richtung 1 Dollar steigen lassen, also im Schnitt eine Ver-5- bis Verzehnfachen. Sobald die psychologische 1-Dollar-Marke bei vielen Goldaktien erreicht wurde, dürfte das sogenannte Big Money aufmerksam werden und massiv in den Goldaktiensektor einsteigen. Das dürfte dann ebenso zu einer Ver-5- bis Verzehnfachung führen. Am Höhepunkt sehen wir dann viele 25, 50er oder sogar 100 Bäcker oder sogar mehr. Es handelt sich also um jede Frage, um die größte Jahrhundertchance, die niemand verpassen sollte. Und gerade heute sind viele Penny-Gold-Aktien um 10 bis 30% gestiegen, obwohl Silber nur 1% stieg und immer noch nicht die 26-Dollar-Marke erreicht hat, ab der es dann so richtig losgeht. Also hier sind die Beispiele aus dem 5-Bäcker im ersten Schub, multipliziert mit dem zweiten Schub, gibt am Ende dann 25 Bäcker, ein 10-Bäcker im ersten Schub und 5-Bäcker im zweiten Schub geben 50 Bäcker, 10-fache im ersten Schub und 10-fache im zweiten Schub gibt 100 Bäcker. Sie sehen diese Aktien, dass das absolut real ist. November, diese Aktie stand bei 4 Cent. Jetzt ist sie gerade heutigen Tag 17 Cent, mal so eben um das Vierfache gestiegen. Sollte relativ zügig in Richtung 1 Dollar steigen, dann ist diese Aktie schon 20 Bäcker. Wie gesagt, das ist nur schematisch. Und dann kommt ja das Big Money rein, interessiert sich dafür und treibt die dann möglicherweise in den Mehrdollarbereich. Das heißt dann, vielleicht ist es dann insgesamt, wenn jetzt ein 20-Bäcker ist, wenn die bei einem 1 Dollar ist und die Aktie steigt auf 2 Dollar, dann ist es ein 40-Bäcker. Und kann natürlich auf 3 oder 4 oder was weiß ich gehen. Das kann man nicht sagen. Jedenfalls insgesamt handelt es sich um die zwei Schübe. Jetzt merkt das noch keiner. Der Smart Money ist drin. Wir sind drin, weil wir das seit Jahren beobachten und auch die absoluten Tiefen hier durchgangen sind, daran festgehalten haben, systematisch nachgekauft haben. Und das wird eigentlich erst erkannt, dass hier eine Riesenchance vor uns liegt, wenn diese Aktien im Schnitt bei 1 Dollar ist. Das denken wir. Dann geht das Big Money rein. Dieser Markt ist total klein und kann das so richtig hochschleudern. Das ist genau für uns der Punkt, wo wir denn das in diese Euphorie, die dann kurzfristig entstehen sollte, unsere Position abgeben. Ja, hier ein angehender hochgradiger südafrikanischer 100-Unzen-Goldproduzent. Sie haben insgesamt 6 Millionen Ressourcen mit einer eigenen Verarbeitungsmühle. Das Abbaugebiet liegt in der Nähe der Städte Pilgrims Rest und Sabi in der Provinz Mpumalanga, 370 Kilometer nördlich von Johannesburg. Das Unternehmen plant, 6 Mi wieder in Produktion zu bringen, insgesamt 62.000 Hektar. In den letzten 3 Jahren haben sich die Ressourcen durch systematische Exploration verdoppelt. Die Ressource beläuft sich auf circa 6,1 Millionen Unzen Gold. Und es ist hochgradig mit 4,17 Gramm. Sie haben eine Marktkapitalisierung von 124. Wie gesagt, Sie visieren eine Produktion von 100.000 Unzen an und haben wirklich ausreichend Ressourcen. Das ist sehr interessant mit den 6,1 Millionen. Ich denke mal, das ist insgesamt vielleicht abgesehen von der Location ein gut aufgestellter Produzent, der sicherlich ein guter Hebel auf steigende Goldpreise ist, was wir jetzt aktuell erleben. Also Sie sehen, da geht es dynamisch aufwärts. Und man kann sich wirklich bildlich vorstellen, wo diese Aktie ist, wann dann Gold in dem Bereich 2500, 2600, 2800, wherever geht. Natürlich ist es Südafrika, es ist, sage ich mal, durchaus risikoreich, aber trotzdem ist es ein gut aufgestelltes Unternehmen, das man sich mal zumindest mal anschauen könnte. Das ist natürlich an der Stelle wie immer keine Kaufempfehlung. Ja, steigt Gold analog der 1970er von 2000 Dollar auf 8500 Dollar. Auch das ist möglich. Mittlerweile haben jetzt Experten wie der Casey gesagt, dass er glaubt, Gold steigt in dieser Welle auf 3000 Dollar. Aber es ist eben auch so, die Schlagzeilen, der Markt, beziehungsweise der Markt, die Bewegung macht die Schlagzeilen. Die waren alle vorher noch wesentlich pessimistischer. Aber auch das haben wir vermutet. Und das zahlt sich dann letztendlich auch für die Goldaktien aus. Das denke ich, ich habe das Gefühl, dass jetzt hier ab 2200 Dollar wirklich wir eine Schwelle erreicht haben, wo viele Goldaktien triggern. Das heißt, jetzt reagieren die Goldaktien
doch intensiv auf steigenden Goldpreis. Und wenn jetzt der Goldpreis auf 2300, 2400, 2500, 2600 höher gibt, das geht voll in den Hebel rein. Das führt eben sehr schnell dazu, dass viele Goldaktien jetzt in den 1-Dollar-Bereich gehen und wenn das Big Money kommt, noch dementsprechend höher. Also wir kommen jetzt in die Phase, wo die Goldaktien stark reagieren und stellen sich vor, das geht jetzt wie 1979 nicht nur hier um 50% mit Gold hoch, sondern das Vierfache. Da in dem Zusammenhang gab es dann damals diese riesige Goldaktienrallye, da wo Goldaktien um das 100, 200, 300-fache gestiegen sind. Als 1000 Dollar konnte man damals 100, 200, 300.000 machen, 500.000 und auch 1000 Bäcker hat es gegeben. Absolut unglaublich. Und das könnte mehr oder weniger auch vor uns liegen. Ja, 1000 Bäcker Report. Wir versuchen diese Aktien zu identifizieren, da verschiedene Risikostufen zu sortieren, Potenzialfaktor zu rechnen, wie hoch können sie steigen. Mehr Informationen finden Sie da in der YouTube-Beschreibung, wenn Sie sich für den Report interessieren. Ja, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen das Video soweit gefallen hat. Vielleicht den Like-Button betätigen. Das würde insgesamt den YouTube-Algorithmus für diesen Kanal auf die Sprünge helfen. Mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.